Eine Woche, dein Leben. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr nicht nur Menschen dabei zu gründen, zu wachsen, Finanzierungsmittel zu bekommen, sondern auch ein erfolgreicheres Leben zu führen. Und die meisten scheitern schon bei dieser Frage zum Thema Zeit- und Lebensmanagement. Die Frage ist nämlich, was hat Priorität in deinem Zeitmanagement, in deiner Lebensplanung? Und die meisten Menschen, nun, wenn das neue Jahr kommt oder wenn das alte Jahr zu Ende geht, dann fangen sie an zu planen. Und zwar aus der Perspektive vom gesamten Jahr machen sie sich Gedanken um Urlaub 1, um Urlaub 2 und um Urlaub 3 und der Rest, nun, der plätschert so dahin. Es ist natürlich nicht schlecht, seinen Urlaub zu planen. Vielleicht musst du sogar deine Urlaubsplanung vorher abgeben für deinen Arbeitgeber. Aber das hat mit deinem Leben, mit deinem Erfolg, deinen Zielen wenig zu tun. Denn deine Ziele und deine Zukunft, deine Fähigkeiten, das Glück, was du produzierst, das Geld, was du erwirtschaftest, den unternehmerischen Erfolg, den du erreichst, der wird in den anderen 46 Wochen abgebildet, verursacht. Und ich lade dich deshalb ein, dir mehr über die Woche Gedanken zu machen, als über die 6 Wochen Urlaub. Was bedeutet das nun? All das, was in deiner idealen Woche, in deiner Musterwoche, du kannst das vergleichen mit dem Master einer DVD, einer Platte, von irgendeiner Software. Es wird ein Master erzeugt und die wird dann wiederholt und produziert. Und die kann man dann verkaufen und multiplizieren. Und so ähnlich ist es auch mit deiner Musterwoche. Alles, was in deiner Musterwoche, in deiner idealen Woche nicht stattfindet, das geht ein. Das entsteht nicht. Das existiert einfach nicht. Beispiel sind deine Hauspflanzen, wenn du in einen Urlaub fliegst und du niemand einteilst, der die letzten 6 Wochen dann deine Pflanzen gießt. Du kommst zurück, alle Pflanzen sind tot. Und das Gleiche gilt auch für deine Projekte, ob es deine Gesundheit ist, ob es deine Beziehungen, deine Freunde sind, ob es deine Geschäftsidee ist, ob es neue Fähigkeiten wie Rhetorik sind oder besser verkaufen zu können, ob es die Fähigkeiten sind, dich besser zu organisieren, ob es die Frage ist, wie du mit deinem Geld, deinem Vermögen, deinen Ressourcen umgehst. All diese Themen, die sind jetzt nicht abschließend aufgezählt, müssen in deiner Woche stattfinden und die hat nur 168 Stunden. Und die große Aufgabe ist es, diese Woche wie ein Garten so zu bewirtschaften und zu sagen, hier kommen die Rosen, da kommen die Kartoffeln hin, hier kommen beispielsweise die Tulpen hin, da kommen dann die Disteln hin, hier die Radieschen und hier die Erdbeeren. Und wenn du diese Woche konzipiert hast, nun, dann kannst du die auch 46 Mal wiederholen und all das, was hier stattfindet, das wächst auch, bringt Früchte, bringt Erfolge und Ergebnisse. Wenn du also dein nächstes Jahr planst, nun, dann fang vielleicht nicht zuerst mit der Urlaubsplanung an, damit dein Arbeitgeber zufrieden ist und der Dienstplan abgedeckt ist, sondern mach dir Gedanken darum, welche Ziele, welche Früchte du in deinem Leben haben willst, welche Persönlichkeitsveränderungen du brauchst, wie viele Freunde du hast, wie fit du sein willst, wie viel Geld du haben willst, wie viele Unternehmen du aufgebaut haben willst und wie es dir und deiner Familie und deinen Freunden gehen soll. Und diese Ziele, die brauchen ihre Verursachung dann in deiner Woche, damit du diese Woche 46 Mal hintereinander bauen kannst, vielleicht mit ein bisschen Urlaub drin, aber dass jede Woche systematisch dann an deinen Zielen und Projekten und Aufgaben gearbeitet wird. Dann wird keins eingehen, an allem wird gearbeitet und du wirst an allem besser werden. Denn wenn du alle 6 Wochen einen Liegestütz machst, alle 12 Wochen mal ans Klavier gehst und spielst, nun, dann wirst du da nicht besser. Es wird sogar trotzdem so sein, dass deine Fähigkeiten und Kompetenzen abwärts gehen. Deshalb vielmehr macht es Sinn, dass du auch Gedanken machst, jede Woche an den wichtigen Aufgaben und Projekten und Tätigkeiten zu arbeiten. Und das wünsche ich dir, dass du dir eine Woche zusammenbaust, die dich deinen Zielen näher bringt, die die Früchte hervorbringt, die du dir wünschst, die Werke, wo du sagst, darauf möchtest du einmal zurückgucken und stolz sein, glücklich sein. Der Nachteil ist nur, diese Woche, nun, die kannst du dir nicht per Google aus dem Internet runterladen. Diese Woche kannst du nicht von deinem Nachbarn oder Kollegen abschreiben. Diese Woche gilt ganz allein für dich und die darfst du auch alleine finden. Und wenn du hierbei Unterstützung brauchst, nun, dann lade ich dich ein, einen Gutschein von uns auch zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, damit unsere 40 Berater und mehr im Team dir dabei helfen können. Gerne aber kannst du jetzt auch den Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg in eine erfolgreichere Zukunft mit deiner idealen Musterwoche, die dein Leben wird. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin,
in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.